Hallo Leute, willkommen zu einer Folge von Fortnite. Ja Leute, wir sind hier zurück. Wir haben auch die Kippweltwandlung freigeschaltet. Jawohl, sehr nice Leute. Ja, und viele haben sich gefragt, warum denn so wenige Videos in letzter Zeit kommen. Ja, wie genau, Soccer Royale Video wird abgesagt, Clash Royale Video auch. Und eigentlich wollte ich heute auch kein Video bringen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und ja, ich werde alles am, glaube ich, Montag oder... Ich weiß nicht wann genau, aber irgendwann werde ich es erklären, warum so wenige Videos kommen. Ich werde es euch erklären und ja, und diese Grafik, wann wo Videos kommen, das wird glaube ich fürs erste Mal weg sein, also nicht mehr da sein. Weil, ja, es gibt auch einen Grund, aber ich erzähle euch alles in diesem einen Video, dass ich weniger Videos bringen will. Und vielleicht, wenn sogar Pause machen will mit YouTube. Also jetzt nicht für immer, sondern Pause, so danach für 2 Monate. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Weiß man alles nicht so genau. Müssen wir alles gucken. Genau, es gab ein Update. Naruto ist jetzt endlich da. Und der Battle Bus sieht jetzt so aus. Und es gibt jetzt dazu The Pyramid. Also das Update war schon etwas länger her. Aber ich habe so lange kein Fortnite-Video mehr gedreht. Und es gibt auch jetzt hier die Roboter. Von der Season 10 wieder, was ich nicht allzu gut finde. Also wie gesagt, ich habe gehört, dass da circa auch nochmal 100.000 Spieler mit Fortnite aufgehört haben, weil die Roboter wieder drin sind. Weiß ich jetzt nicht so genau, aber irgendwas habe ich gelesen, weiß nicht mal, ob das stimmt, oder ob das nur in meinen tiefsten Träumen war. Ich weiß aber auch wirklich nicht, warum jetzt hier so eine Pyramide da ist. Bitte fragt mich das nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ja, falls es einen Grund hat, falls ich es nicht weiß, was ihr es wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, warum jetzt da eine Pyramide ist. Und ja, wir landen einfach mal hier. Ich bin ja natürlich auch gelandet, aber ich kann es mir nicht erklären, warum diese Pyramide da ist. So. Genau, ich kann es mir wie gesagt nicht erklären, warum das jetzt so ist. Wird aber schon, glaube ich, einen Grund haben. Einen guten Grund. Oh, frick. Dort hinten sind Leute, glaube ich. Ich will es auch natürlich nicht sterben. Wir könnten natürlich mit dem einzigen Sturmgewehr, was wir haben, hier von diesem Ort abhauen. Aber ich würde euch den gerne zeigen. Ich habe den auch nicht so wirklich erkundet, weil ich bei den anderen Runden direkt gestorben bin. Achso, nee, ist voll nicht. Ich würde abhauen. Also so ein bisschen zumindest. Und falls man den Roboter nimmt, GG, ich sag's nur. Ansonsten, es gibt glaube ich bei Conny Croups und bei Pleasant. Ja, ich glaube, es gibt. Ich kenne mich mit diesen Roboter nicht so gut aus, aber ich glaube, es gibt 2 Roboter pro Runde. Ja, ich glaube schon. Oh lol. Was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß halt wirklich nicht. Wir müssen mal gucken, vielleicht nach Lazy Lake. Wird wahrscheinlich ein weiter Weg und vor allem nur mit einer Waffe. Aber das bringt es hoffentlich. Übrigens, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, oh Alter, ich bug hier richtig rum. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, wir hatten einen schönen Lachflash mit den Autos im Creative Modus. Das war übelst nice. Von wem jetzt hier? Marcel! Alter! Ja, wie gesagt, ich spiele nur eine einzige Runde hier. Das ist jetzt, weil ich habe, wie gesagt, darum kommen auch sehr, sehr wenige Videos. Ich spiele jetzt nur diese Runde und dann war's das. Und dann gehe ich wieder offline. Weil ich, wie gesagt, ach, weißt du was, das wird ja alles am Montag erfahren. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Das ist eine Sache. Aber jetzt auch nicht die dramatischste. Aber es könnte auch dieses Timeout könnte ja auch nur eine Woche dauern. Das könnte wortwörtlich nur eine Woche, also vielleicht kommen sogar nächste Woche wieder, wie immer, Videos. Ich weiß wirklich absolut gar nichts, bitte fragt mich nicht. Die ganze Zeit. Oh. Oh, nice. Gar nicht mal allzu schlecht. Ja, wie viele Minis haben wir denn bitte? Okay, warte mal. Scheiße, Digga, jemand hat einen Roboter genommen und ist dort hinten. Ich hasse diese Leute, die mit Roboter spielen, Leute.
Ach, ich mache das gerne zwischendurch in der Runde. Perfekt. So. Ja, warte, Marcel. Ich spiele wirklich wortwörtlich nur eine Runde und dann gehe ich wieder auf. Weil ich wortwörtlich einfach zu wenig Zeit habe. Ich habe jetzt auch, ich könnte natürlich mein Headset holen, aber gar keine Lust. Ach, komm jetzt. Scheiße, Leute. Ich kann jetzt nicht rangehen, Marcel. Ach Leute, hört ihr mich? Oder hört man das nicht? Oder was ist damit los? Wie gesagt, tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich habe sogar die Kamera so ein bisschen zu mir gedreht. Da habt ihr mich gesehen. Ja, moin, hallo, Leute. Ja, wie gesagt, ich habe die Kamera ein bisschen zu mir gedreht. Könnt ihr auch mal gucken hinter den Kulissen. Aber trotzdem, das hat mich gerade ein bisschen genervt. Aber immerhin ist das Video nicht. Ich bin dumm, Digga. Ich hätte einfach Schnitt machen sollen. Ich lasse es einfach so laufen. Ihr ja, Leute, falls ihr jetzt einen Anruf gehört habt, das war Marcel. Also wie gesagt, es tut mir leid, aber kann man nichts machen. Ich kann jetzt auch nicht annehmen, weil sonst wäre das Video verkackt. Oder nicht verkackt, sondern glaube ich sogar beendet. Ja, dann wäre es auch verkackt. Wie lange geht es überhaupt? 6 Minuten und wir sind von einer Stadt zur anderen gelaufen. Genau, das würde ich auch sagen. Das sind hier diese Kunai-Sachen. Die kann man werfen, glaube ich. Ja, die kann man werfen. Und dann explodieren die. Die sind auf jeden Fall ganz cool. Aber ich glaube, ich kann nicht mit denen spielen. Ich glaube, ich kann gar nicht mit denen spielen. Das ist so das Thema. Lasst uns mal nach oben gehen, weil hier geht es, glaube ich, ganz schön die Party ab. Wir haben 6 Minuten und wir sind von einer Stadt zur anderen gelaufen. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Ich glaube, wären wir in der anderen Stadt geblieben, wären wir tot. Obwohl hier ist nicht viel besser, hier sind auch Leute. Ich höre die zumindest. Töte ihn doch! Der Typ war ein bisschen lost. Geil, Digga. Okay, warte, ich glaube, wir können nur 6 Kunai-Sachen haben. Ja. Können nur 6 haben, Leute. Was machen wir denn jetzt? Ja, 6 können wir haben. Kuna ist sehr, sehr stark, aber ich lasse die einfach jetzt mal liegen. Weil mit 6 können wir uns ja zufrieden geben. Das sind ja genug. Und wir haben jetzt auch geilen Loot. Ganz geil. Okay. Ich würde mal sagen. Alter, guck mal hier. Wären wir bei Pyromet geblieben, dann wäre ich hier ein Roboter. Und ich glaube, wir wären tot. Wo ist jetzt der Typ? Irgendjemand hat doch geschossen. Ich höre das. Wo ist er jetzt? Naja, okay, ganz zu pushen will ich, glaube ich, nicht. Immerhin kommt kein Roboter nach Lazy Lake, das wäre noch schlimmer. Leute, was mache ich jetzt? Und was passiert dann, wenn ich jetzt in das Haus einen Kunai werfe? Oh fuck. Ich wollte in das Haus werfen. Ja, geil, Alter. Weiß gerade nicht, wo die anderen sind. Ich hole mir nochmal die 3 anderen Kunais. Ich wollte euch das, wie gesagt, zeigen. Also, die haben so eine Zeit. Ich glaube, so, weiß nicht, 10 Sekunden. Genau, das wollte ich euch auch zeigen. Es gibt jetzt wieder Einkaufswagen. Nur ich weiß gerade nicht, weil ich hatte, wortwörtlich, bin ich, Alter. Weißt du, welches diesen Einkaufswagen? Weiß ich gerade nicht, weil ich habe mit den Einkaufswagen nicht allzu viel gespielt und ich weiß jetzt absolut gar nichts, wie der Boost geht und so. Warte mal. Genau, es gibt wieder Einkaufswagen. Aber warum wird mir hier nichts angezeigt, wie der Boost geht und so? Ah, der Boost. Ah, Kreis, okay. Ja, Leute, ich spiele auf der PlayStation. Alter, mein neues Bobbycar, Alter. Mein neues Auto, das parke ich einmal hier. Okay, aber ich habe noch mal an, wo Schüsse gehört, da oben. Nee. Dieses Radar spinnt komplett rum, Junge. Ich will Kuna ja mal nicht werfen. Wo ist er?
Ach, er kämpft gegen Hai. Dann helfe ich dem Hai natürlich. Was denkt ihr denn, Leute? Ich glaube, er ist nicht so gut. Ja, er ist los, er ist los, er ist sehr, sehr los. Jawohl, tot. Ich will nicht ins Wasser gehen, um die Munition einzusammeln, weil dieser Hai. Ja, warte, was, was? Okay, ja, Alter, Digga, hat sich das gelohnt. Leute, Digga, wir haben jetzt den übertrieben nicen Loot, Junge. Leider können wir keine Minis mehr nehmen, aber das ist ja wurscht. Das ist wurscht, wurscht. Es hat sich so gelohnt, diesen Hai zu töten. Ich glaube, ein Roboter ist kaputt, aber hier bei Conny Croops ist der andere. Oh, ups. Digga, warum? Geil, Junge. Wie gesagt, es gab beim letzten Update so viele neue Sachen hier. Könnt ihr mir gar nicht glauben, wie viele es gab. Da hinten ist jemand. 10 Minuten geht das Video. Alles ist gut. Ach, der ist da in dieser Blase. Oh, ich will. Oh nein. Das war übelst abgestaubt. Es tut mir leid, Bro. Ey, Leute, ich fühle mich gerade ein bisschen mies, okay? Es tut mir wirklich leid. Oh, ich glaube, ich lege Kuhn einmal weg. Ja, ich lege Kuhn einmal weg. Und Grappler muss ich auch liegen lassen, leider. Boah, ey, wie gesagt, Bro, es tut mir sehr, sehr leid, aber der Typ war so low, ne? Das ist ja unglaublich. Die müssen jetzt überhaupt in dieser Runde mal healen. Doch schon, natürlich am Anfang, aber danach meine ich jetzt. Okay, jemand will Stress mit mir. Weiß nicht mehr, ob es von hinten oder von vorne kam. Bin ich mir wirklich gar nicht sicher. Ich schätze aber, es kam von vorne. Von dort hinten kommt es, oder? Ja, von hinten kommt es, glaube ich, Leute. Ja, von hinten. Ich brauche hier einfach zum Spaß solche Treppen. Naja, so gut haben wir nicht gespielt, aber es war eben Bot, also können wir uns das vergessen. Aber ey, Digga, wie wir einfach keinen Schaden kassiert haben. Irgendwie bei jedem Fall 4 Kills nicht einmal Schaden kassiert, Junge. Ich glaube, ich könnte sogar hier die Medkits und die Minis fallen lassen, Digga. Wir würden trotzdem keinen Schaden kassieren. Okay, warte mal. Sollen wir uns eine Base bauen? Wir bauen uns mal eine Base, Leute. So, einmal kurz eine Base bauen. Okay, warte mal. Da seht ihr Edit Fails, Leute. Gut, warte mal, lass mal kurz nach Gegnern Ausschau halten. Dort hinten wurde gebaut. Liegt doch noch ein bisschen Loot, sollen wir da hin? Na, wenn wir Gegner. Ja gut, dann haben wir die Base umsonst gebaut, aber ist egal. Oh fuck! Leute, wenn dort ein Medkit ist, nehme ich einfach einen Medkit, dann habe ich sowieso wieder drei. Okay, ja, ich glaube, da liegt ein Medkit. Alter, Digga. Jumpet, da ist alles, was wir brauchen, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob Grappler besser wäre. Weil Grappler hat ja 10 und dieser Granatwerfer hat 8. Aber wenn wir ja noch mehr Schüsse einsammeln, dann wird es ja eh kein Problem. Und Grappler ist dann weg. Wisst ihr, was ich meine? Digga, willst du mich verarschen eigentlich? Alter, Digga, Karma, wenn du pushen kommst. Oh mein Gott, Digga, bin ich jetzt glücklich. Aber ganz ehrlich, Leute, bitte sagt's mir. Er hat schon ein bisschen Karma kassiert. Er konnte ja pushen. Auch wenn ich ihm nichts wollte. Okay, komm, lass mal Minis nehmen. Boah, ich dachte schon, das war's. Aber ich habe ihn ganz gut getroffen, obwohl. Okay, warte, ich habe wieder 6 Minis, gar kein Problem. Liegt hier vielleicht irgendwo das. Medkit, genau da, okay. Perfekt, da, was? 2 zu, oh lol, der hat schon 3 Medkits, okay. Wer diese Waffe benutzt, weiß ich auch gerade nicht. Oh ne, das soll ich nicht.
Nee, die Maschinenpistole benutze ich nicht, also ich baue es einfach mal zu, dass hoffentlich keiner findet. Kann ich es irgendwie kaputt machen, diese Maschinenpistole? Das ist die Frage, kann ich es kaputt machen? Nee, ne? Irgendwie verbrennen oder sowas? Nee, das geht, glaube ich, nicht so wie in Minecraft. Ist hier noch jemand drinne? Nee, ich glaube nicht, dass hier jemand drin ist. Nee, ist nicht. Das war der Typ safe. Oh fuck, Alter, wir müssen ja in die Zone. 15 Minuten geht das Video. Überleben echt lange. 5 Leute leben, 5 Kills und 15 Kills. Eigentlich bin ich alleine, darum ist ja auch gleich. Aber geil, ne? Das. Okay. Jetzt holen wir den ersten Solo-Sieg im Video. Machen wir mal die Markierung weg. Ich würde gerne Gegner pushen gehen wieder. Ich hätte übel Bock. Übel Bock hätte ich. Okay, kommt. Wo sind denn jetzt die letzten? Ich würde gerne, sehr, sehr gerne fight. Ah. Da haben wir dich doch, du kleiner Fratz. Fratz Domingo, Alter. Da hinten haben wir auch noch einen. Oder ist es der gleiche? Weiß ich gerade nicht. Okay, hat mich auf jeden Fall gesehen. Nicht so hoch bauen. Kann uns ganz einfach runterschießen. Ich bin tot. Digga, wie ehrenlos kann man sein? Er kommt einfach von hinten, Digga. Ja, okay, gut, das war's jetzt. Jetzt war's jetzt. Er kann aber auch nur sprayen, ne? Er ist halt auch, glaube ich, so ein. Oh, fuck! Hopp! Scheiße. Oh, fuck. Einmal treffen, ich bin tot. Kann ich mich jetzt mal bitte healen? Danke. Oh, fuck. Digga, wie heiß auf einen Kill kann man sein? Nein! Nein, 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 nein. Das ist gerade nicht passiert. Okay, der Typ ist auch tot. Nein, Leute. Wahnsinn, ne? Das war's. Gut, Leute, das war's in dem Video. War ein schönes Video, leider. Ah, schade. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.